So. Ach, guck mal. Da. Seien mein Bruder gesund. Du gesehen Eingang zu Käfig. Wir kennen geheimen Weg. Finde Weg von Eingang zum äußeren Garten, aber Eingang hoch oben. Niemand kommen hinauf. Brauchen Erbse vom Erbsenkäufer. Wohnt unter Palastgarten. Okay. Haben wir verstanden? Wir brauchen eine Erbse, ja, die wir pflanzen müssen in der weichen Erde im äußeren Garten. Der befindet sich unter dem Palastgarten. Das war doch hier der Palastgarten, ne? Ja. Also müssen wir eine Erbse kaufen erstmal. Herausfinden, wo das ist. Und uns dann nach oben begeben. Können wir hier rauf? Geht das eigentlich? Kann ich hier so klettern? Ne, kann ich nicht, ne? Dann lass uns als Deko-Junge bleiben. Und mal an den hier vorbeischleichen. Bewegt euch mal. So. Ah! Du dummes Deko-Ding. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. So, das ist eine Palme hier. Gehen wir mal durch. Da geht's weiter. Oh, ein Herzteil da hinten. Oh, ein Herzteil. Und aber sehr gut versteckt. Oh, ein Herzteil. Oh, wie kommen wir denn daran vorbei? So. So kommen wir daran vorbei. Wo läufst du denn hin? Ein Herzteil. Haben wir es gekriegt. Trant. Mehr darf ich nicht machen, sonst will Konami Tantiemen haben. Für die Metal Gear Musik. So. Könnte man doch irgendwie verschieben, doch auch, oder nicht? Oder irre ich mich? Wir gucken mal auf der anderen Seite des Palastgartens nach. Wir haben ja noch die östliche Seite, wo wir nicht geschaut haben. So, kommst du mal hoch. So ein bisschen den Respekt vor denen verloren. Was ist eigentlich hier unten? Ist hier unten was? Nee. Oder ich habe es nur nicht gesehen. Gehen wir durch. Und boah, komm. Komm, Trant. Deku-Trant. Oh, Geld. Geld und Herzen. Nehme ich gerne mit. Würde ich auch mal gerne bei der Bank einzahlen. Das wäre der Hammer, wenn ich das könnte. Okay. Geht er rückwärts? Nee, geht vorwärts. Ah, scheiße. Ich habe ihn nicht gesehen. Und jetzt diskutiert der Chat darüber, dass jemand das Wort distinguiert gelernt hat. Ich finde, es ist ein wichtiges Wort, was man lernen sollte, das man immer wieder mal verwenden kann. Denn distinguierte Gentleman, auf die wird man des Öfteren treffen. Oder wenn man Glück hat, wird man des Öfteren auf sie treffen. Weniger distinguierte Gentlemen, auf die trifft man recht häufig. So. Lass mich hier durch. Na, komm. Okay. Ah, guck, da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Das Loch ist bestimmt, wo der Verkäufer, der Erbsenverkäufer. Da ist. Oh, nicht vorsichtig, vorsichtig. So. Vorsichtig. Oh, oh, oh. Die drehen sich zum Glück nicht um, ne? Lochverkäufer! Lochverkäufer! Da ist er. Ach, guck mal, ist der gleiche Erbsenverkäufer wie aus Ocarina of Time.
Du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit. Ja, du hast einen scheiß Platz dir ausgesucht für deinen Laden. Auch die Location macht viel davon aus, ob man Erfolg hat mit seinem Business. Sobald sie vom Wasser benetzt werden, wachsen große Blätter aus ihnen heraus. Ich gebe wieder ein Musterexemplar, versuche es in weiche Erde zu pflanzen. Wir brauchen also nicht nur die Erbsen, von denen wir hier eine bekommen haben, sondern auch Wasser. Von der Quelle, da kommst du zum äußeren Palastgarten, dort gibt es eine Stelle mit weicher Erde. Und wir brauchen Wasser natürlich, das wir uns aber einfach mal holen. Denn ich glaube, es reicht, wenn wir einfach hier mit einer Flasche, genau, ein bisschen Wasser uns holen. Wollt ihr denn noch mehr Wörter lernen, außer distinguiert? Das kann es ja auch nicht sein. So, warte mal. Von da sind wir runtergekommen. Können wir ein bisschen Geld einsammeln. Außerhalb des Palastgartens jetzt ist eine weiche Stelle, wo wir sie einpflanzen können. Und hier auch, oder? Ist das nicht hier auch so eine Stelle? Ein Flecken weicher Erde. Hast du noch eine, die du mir verkaufen kannst? Ja. Gib mir doch noch eine. Die kosten jetzt aber immer 10 mehr. Die erste 10, die zweite 20, ne? Ne, die kosten alle 10. Oh, okay. Dann nehme ich ein bisschen mehr. Lass mir ein paar kaufen. Zwei kaufe ich noch. Das reicht fürs Erste. Für die Leute, die jetzt ein bisschen später dazu hinzugekommen sind, wir werden bis circa 18 Uhr heute streamen. Wir haben gestern schon über eine Stunde Ocarina of Time gemacht, plus natürlich die gestrige Gregor Zockt-Folge hier auf twitch.tv/emp-de und haben heute seit 16 Uhr angefangen. Ihr habt also ordentlich was verpasst. Falls ihr es nicht live sehen konntet, in Bälde werden hoffentlich... Ich zieh mal rüber, so. In Bälde werden hoffentlich dann die entsprechenden Folgen auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein unter gregs-rpgheaven.de. Hier ein bisschen Wasser drüber. Aber ihr habt wirklich einiges verpasst. Den coolen Schissel haben wir heute erlebt und gemacht. Und ansonsten natürlich immer Samstag 16 bis 18, Sonntag 16 bis 18. Immer Nachmittagsstreaming. Volle Kanne Susanne, sozusagen. So, wenn wir jetzt hier auf die Dinger raufgehen, die befähigen uns zu fliegen. Oh, was haben wir hier? Ein bisschen Finanzen, oder? Oh, ein roter Rubin. Krass. Alles klar. Auf die können wir natürlich dann immer wieder rauf. Alright, dann gucken wir mal, wo uns dieser Beamer hinbringt. Hinbringt und macht. Ach, guck mal, und da ist... Hallo? Ein Mini-Dekuranja. Solange man jetzt greift, auch nicht an. Tja, aber ich greife an. So sieht's aus. Also hier ist diese weiche Stelle, von der geredet wurde. Da pflanzen wir einmal ein. Oh, müssen wir ein bisschen näher ran. Müssen wir drüber stehen zum Einpflanzen. Und dann stelle ich mich auch rüber, um das Wasser reinzuzimmern. Oh, es hat schon gemacht. Ach, weil es regnet. Weil es regnet. Das ist ja geil. Und genau, wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, dadurch nach oben zu wandern und den etwas entspannteren Weg zu nehmen. Nämlich, jetzt können wir endlich die oberen Plattformen hier verwenden. Wir müssen natürlich ein bisschen... Oh, das wollen wir natürlich nicht. Aber man kann zum Glück einigermaßen gut rangieren. Schau's dir an, schau's dir an. So. Boah. Zum Glück habe ich noch... Oh, ich habe nur noch zwei Dekonüsse. Da muss ich aufpassen. So. Vorsichtig, Oh nein! Oh nein! Scheiße! Das war natürlich nicht so doll.
Ich hoffe, wir kommen von außen dahin. Das war schade. Oh. Wo bringt uns das denn hin? Zum Dämmerwald-Tempel. Nur für Dekus. Das brauchen wir später. Scheiße. Und jetzt sollten wir noch angucken, wie ihr das im Stream jetzt seht, mein Versagen. Weil da ja der Delay dabei ist. Ich bin schon längst wieder angekommen, ja? Wo ihr das da gerade erlebt, live. Ich hätte mir noch mal ein paar mehr Dekonüsse holen sollen, oder? So. Der ist ja wieder da! Das ist doch ekelhaft. Muss ich dann wieder zurück, um mir Dekonüsse holen? Das ist doch nervig. Okay. Hoffen wir mal, dass es ausreicht. Ah, es reicht aus. Puh. Ich muss den Umweg nicht machen. Ey, diese Nervscheiße. So, aber wir sind jetzt auf den oberen Part hier angelangt und können hier rüber. Da ist ja noch einer. Ah, okay. Vorbei. Okay, vorsichtig. Vorbei. Okay. Okay, okay. Und da hoch, da hoch, da hoch. Okay. Ah! Boah, ich hab grad voll Angst gehabt. Boah. So ein Dreck, ey. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im Thronsaal des Deku-Königs. Können wir die Maske abnehmen. Und mal mit dem Affenjungen ein klein wenig sprechen. Kann ich dich befreien? Oh, wie kommst du hierher? Wenn sie dich sehen, nehmen sie dich gefangen. Was, mein Bruder hat dich um Hilfe gebeten? Das ist mir äußerst peinlich. Versuche, das Seil zu zerschneiden. Und dann sprechen wir weiter. Das hat keinen Sinn. Warte, hast du nichts dabei, womit man jede Menge Lärm machen kann? Ein lautes Instrument. Lauter als eine Flöte ist natürlich eine Posaune. Ich zeige es dir. Oh, genau dieses Instrument hatte auch, oh Gott, hatte auch die Prinzessin Deku-Pfeifen. Ist es okay, dass mir dieser genitallose Affe quasi seinen genitallosen Bereich ins Gesicht hier schmeißt und seine Beine hochwirft? Das ist, ja. Alles klar, sind die Deku-Pfeifen. Nebenbei, wer bist du? Oh, hat er mich bemerkt? Er hat mich bemerkt. Oh, oh, huch, das ist nicht wichtig. Hör mir gut zu. Bring mir das Lied bei. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deku-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben, aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Ich verstehe dein Anliegen. Sag's bitte nicht nochmal. Heißt das, du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Ja, das würde ich machen. Bring mir bitte das Lied bei. Genau, die Melodei, mit der man den Tempel öffnen kann. Die ist wichtig. Okay. A-X-A-X-L-Y-L. Okay. Okay. Piep, 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 piep. Nicht, dass den König da auffällt, dass wir... Ah doch, der tanzt sogar mit. Die tanzen sogar alle mit. Ach, das ist schön. Sie sind von der Melodei umgarnt, ummantelt, umzahnt und freuen sich.
Die Sonate des Erwachens. Haben wir gelernt. Habt ihr das gehört? Ah, und ist der König erwacht? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Der Affe wird gekocht. Oh nein, und ich wurde umgehauen. Nimm den Weg, wer es das Dekovoll benutzt hat, um zum Dämmerwald-Tempel zu gehen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird der König mich bestrafen. Also eigentlich stirbt der Affe doch jetzt, oder? Ja. Und nochmal lassen sie mich nicht rein. Selbst wenn ich lieb frage. Wir haben doch gesagt. Ah doch, sie lassen mich nochmal rein, aber... Ich muss mal checken, was mit dem Affen ist, bevor ich weitergehe. Ist der jetzt schon gekocht? Ist der schon... Scheiße, schau es dir an. Uga, Uga. Äfflein. Oh nein, aufhören, heiß. Sie werden ihn dünsten, den Affen. Nicht nur kochen, sondern erstmal... Sie haben gerade den Affen tot gekocht. Sie haben den fucking Affen tot gekocht. So, jetzt, Moment, bevor ich weitermache, bin ich mal gespannt. Ich will das jetzt im Chat hier sehen. Ja? Ich will das jetzt hier im Chat sehen, wie ihr darauf reagiert, auf den Tod des Affen. Das kann es ja nicht sein. Alter, what the hell? Tod und Verderben in Nintendo-Spielen. Das nenne ich heiß. So, mal gucken. Er badet, keine Angst. Große Augen, Alter, heftig. What the fuck? Rip in Peperonis. Rip in Peace-Äffchen. Was für ein krasser Shit. USK 18. Oh, Rip Äffchen. Oh Mann. Okay, der Affe soll leiden und leiden, bis er nicht mehr leiden kann. Der ist doch schon tot. Er ist doch längst tot. Oh, was hat denn der Prime Minister zu sagen? Wahrscheinlich nichts. Es ist furchtbar traurig, aber der König lässt sich durch nichts beruhigen und sind für sie vergiftet. Oh, ihr Götter, steht uns bei. Ach nee, er lebt noch. Er lebt noch. Er war nur ein bisschen angesenkt. Er wird immer nur ein bisschen getaucht. Puff. Glück gehabt. Aber guck mal, wenn ihr den so seht, das heißt doch, scheiße, ich bin tot. Ich hab's nur noch nicht bemerkt. Heftige Scheiße. Das ist so wie bei Uncharted 2. Ne? Da gibt's ja eine Stelle, wo Nathan Drake so eine Wache am Bein schmeißt, zieht und dann runterschmeißt ins, so sein Tod. Aber diese Wache fällt ins Meer rein und schwimmt weg, wenn man genau hinguckt. Also Drake bringt keinen um. Einfach so, weil er gerade da so steht. Hab mich gerade nur dran erinnert. Also, wir gehen zum Tempel rüber. Und das hier ist der Weg zum Tempel hin, wenn ich mich nicht irre. Die Sümpfe des Vergessens. Guck mal, die sind arg giftig. Wenn wir hier auch gucken, wir dürfen da nicht auf dem Boden aufkommen. Weil sonst ist alles am Arsch. Da oben ist aber eine Safe-Statue. Wir müssen uns also auch vorsichtig mit diesen Libellen in der Luft. Wir müssen an denen vorbei. Der Weg. Warte mal, ich kann auch... Wenn sie direkt über mich sind, kann ich die Libellen nämlich quetschen. So, wo bist du, Libello? Da. Na, scheiße! Ich hoffe, dass das richtig war. Okay, es war richtig. Komm her, Libello. Scheiße! Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Johnny Libello. Komm mal ein bisschen runter. Scheiße! Einmal habe ich ihn erwischt. So, hier saven wir mal ab. Ist das der richtige Durchgang jetzt hier? Ich glaube schon, oder? Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanal-Abo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt.
Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.